Yo, was geht? Das Oktoberfest endet heute und die Straße war wie jedes Jahr eine völlige Eskalation im Ausnahmezustand. Alleine schon der Anfang, die Leute wurden einfach zu Tieren, nur um sich den besten Platz zu sichern. Die werfen sich sogar auf die Tische, dort wird wirklich mal kurz alles vergessen und Tunnelblick auf die Bänke gerichtet. Und naja, nach paar Stunden Oktoberfest sehen die meisten dann auch schon so aus. Aber naja, wie auch immer, Nachschub geht doch immer rein. Deswegen, Kellner, bring uns doch mal was Neues zum Trinken. Bro, du hattest doch nur einen Job. Du hättest doch weniger nehmen können. Aber auf dem Oktoberfest nimmt sowieso niemand seine Arbeit ernst. Sei es der Trompetenspieler. Wer hat den engagiert? Der Typ hat doch nur zugesagt zum Spielen, um dort zu trinken. Real Talk. Und sogar Robert Geis war vor Ort. Robert, was machst du denn da schon wieder? Komplett reingeschissen, der gute Mann. Und ja, so wie das Oktoberfest anfängt, so geht das auch weiter bis zum bitteren Ende. Und dort gehen wirklich so abgefuckte Sachen ab, das glaubt ihr gar nicht. Ist das euer Ernst? Was ist denn los bei euch? Bah, bäh, pfui, Alter. Und einen von den Jungs dort findet man 2 Stunden später so auf der Wiese. Alles ist daneben gegangen. Für was feierst du dich? Auf dem Oktoberfest gibt es tatsächlich auch so ein paar Karusselle, aber die meisten liegen da eh nur so drin. Der Bre pennt da einfach drin, auf ganz entspannt. Schlaf, Kindlein, schlaf. Und die Leute fahren das sogar, wenn es regnet. Und ja, andere kommen halt auch so auf andere gute Ideen bei Regen. Der Typ ist einfach der Main Character, komplett in seinem Film. Und bei den meisten endet ein Tag auf dem Oktoberfest, der noch mit voller Freude und Energie gestartet ist, dann ungefähr so. Ja, oder so. Oder auch so. Schlaf schön und träum was Schönes. Aber zum Glück gibt es auch Polizisten vor Ort, die die Lage natürlich immer unter Kontrolle haben, damit nichts ausartet oder eine Apokalypse beginnt. Oder? Die gibt's doch da vor Ort. Sogar die Polizisten haben keinen Bock auf die Arbeit. Und glaub mir mal, dass es 1000 von Videos gibt, die absolut geisteskrank sind, aber die kann ich leider nicht auf YouTube zeigen, weil sonst wird mein Kanal den Erdboden gleich gemacht. Fazit: Oktoberfest ist gleich. World Record for fastest ham sandwich. Ich habe das Gefühl, es gibt so ziemlich in allem einen Weltrekord mittlerweile. Was zum Teufel? Ey, das ist doch der Typ aus dem letzten Video, der schon den schwarzen Gürtel im Flaschenumstoßen hat. Er hat sich wirklich zur Lebensaufgabe gemacht, in den sinnlosesten Dingen den Rekord zu halten. Ich meine, was ist das? Aber respect the hustle. Covering my parents' kitchen in Nutella. Bitte was? Covering my parents' kitchen in Nutella. Bro, was hast du getan? Hätte ich das gemacht, hätte ich danach wahrscheinlich keine Eltern mehr. Oder meine Eltern würden mich zu einer neuen Küche verarbeiten. Was ist das? Wie viel Nutella-Gläser hast du dafür gebraucht? Oh, stopp mal. Ich realisiere immer noch nicht, dass das echt ist. Also, da hat jemand wirklich die gesamte Küche von seinen Eltern komplett in Nutella eingeschmiert. Jeden gottverdammten Schrank, sogar den Wasserkocher da hinten. Die Menschheit ist verloren. Jo Leute, das ist zum 8. Mal, dass ich das ausprobiere und ich werde gar keine Angst machen. Ich werde meine Eier durchziehen, meine dicken, fetten Eier. Das Handy packst du sofort weg. Die
die klassische Karen auch auf der Achterbahn vertreten. Das Handy packst du sofort weg! Das Handy packst du sofort weg! Mensch, du... Yo, okay. Seid ihr alle bereit? Das wäre von... Der Nächste, der denkt, dass er der Main-Character ist. Ey, die Leute waren safe so unglaublich abgefuckt von ihm. Der Schrei war auch so laut, der hat fast die Schallmauer durchbrochen. Abi, alles gut bei dir? Bekommst du noch Luft aktuell? Du hast doch nach einer Woche spätestens irgendeine Lungenvergiftung dadurch. Stellt euch mal vor, jetzt macht jemand dort neben mir ein Feuerzeug an. POV, ich bin nach 45 Minuten aus dem Konzert gegangen. Du da im Publikum, okay, du feierst den Song, ich verstehe, aber lass sie doch ihren eigenen Song singen, bitte. Du bist einfach lauter als die Sängerin und sie hat Mikrofon und 20 Boxen. Der Arme tut mir echt leid, der denkt sich auch nur so, Bosch. Mann, wieso muss ich hier stehen? Wie lange geht das Konzert noch, Mann? Yo, wow. Stirbt da gerade jemand? Oh, der lügt. Entspann dich doch mal. Mach mal bitte eine kurze Pause und snack dir einen von denen hier. Die dreht ja völlig durch, oh mein Gott. Aber Respekt, dass du es 45 Minuten ausgehalten hast. Ich werde direkt nach dem ersten Lied abgehauen. Real Talk. Jemand hat gefragt, was kriegt man für 1000 Euro bei euch im Shop? Wir zeigen es euch. Für 1000 Euro bei uns im Shop kriegt man erstmal Softcakes. Oh nice, da haben sich die 1000 Euro ja jetzt schon gelohnt. Update Pfefferminzschokolade. Den Bestseller im Shop, Erfrischungsstäbchen. Der Bre hat sich nicht lumpen lassen und hat... auch einen der Bestseller im Shop, diese Lakritz-Süßigkeiten, diese ekligen bestellt. Diese ekligen. Geiler Shopbesitzer, der trash-talkt einfach die Käufe von seinen Kunden. Und auch natürlich normale Lakritz-Schokolade, wenn ihr versteht, was ich meine. Nee. Weil er bis jetzt unsere kleinste Bestellung ist, geben wir ihm eine Glatze mit. Okay, geil. Wie nett. Wer freut sich denn nicht über eine gratis Glatze im Paket? Wie aufmerksam von dir. Einen Föf, falls er sich die Haare föfen will. Eine benutzte Unterhose von mir. Here you go, bro. Dog, der wollte doch nur ein paar Süßigkeiten haben. Was will er mit dem Föf und der Hose? Eine einzige Walnuss. Aber wenn du die anpflanzt, kannst du mehrere Walnüsse davon kriegen. Here you go, bro. Und als kleines Special noch eine andere Packung Erfrischungsstäbchen. Und zu guter Letzt, mein Bruder Tana. Komm Tana, wir packen dich da jetzt irgendwie rein, ne? Okay, er ist jetzt auch drin, wie man unschwer erkennen kann. Jo, wie liefern dir das dann mit, ne? Tana, schönen Tag dir noch, ne? Stabil aber, der Kunde hat auf jeden Fall dickes Plus gemacht. Der menschliche Körper ist ungefähr so 2 Millionen Euro wert. Also der Kunde hat für 1000 Euro eingekauft und hat ungefähr 2 Millionen und eine Unterhose und ein Föf Plus gemacht. Guter Deal. Gibt's noch ein paar von diesen Boxen? Ich würde gleich 5 bestellen. Okay, du hast ihn kurz geduscht, reicht doch. Hallo, hallo, chill. Er hat doch schon aufgehört. Junge, er wurde gerade einfach in Wolke 7 geschickt.
Ey, der passt doch gleich aus. Der sitzt da schon wie ein Zombie. Andere Welt, wirklich. Er schwebt gerade in einer anderen Welt. Anderes Universum. Der wird komplett hochgebeamt. Ich brauche das unbedingt auch. Oh mein Gott, das hat mich gerade so heiß gemacht auf eine Kopfmassage. Guckt ihn euch doch gerade mal an. Wer hat gerade nicht Bock, mit ihm zu tauschen? Und ja, wenn du so eine geile Kopfmassage persönlich von mir bekommen willst, dann gebt dem Video jetzt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns morgen wieder, pünktlich um 14 Uhr natürlich. Peace out, danke fürs Zuschauen. Ciao, 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 gang, gang, gang.